Das kitzelt jetzt ein bisschen. Aber das merkst du schon nicht. Du merkst mich ja nicht mal. Beeilung, na los doch! Ich habe ihn gewarnt. Ja, das habe ich. Alles okay bei dir? Ja, alles klar. Wir können weiter. Wirklich, die Luft ist rein. Wie hat sie das geschafft? Sie ist die Königin. Ja, ja. Auf in die Stadt. Wie tief das Wasser hier wohl ist? Sedgwick, kommst du? Ja, doch. Wie ist der Plan? Sollen wir uns etwa alle unter Rinis Mantel verstecken? Wir nehmen den Weg durch die Kanalisation ins Tal der gefallenen Götter. Da wohnt Shana? Toll! Die Sucher werden sich sofort auf uns stürzen, sobald wir die Brücke betreten. Darum werde ich zur Ablenkung eine Bombe werfen. Kommt mit! Das ist doch verrückt. Komm schon nur. Hinterher. Wen meinst du? Ich bin Sedgwick. Na komm. Bombe tickt. Müsste sie nicht? Ach du. Scheiße. Hab's doch gleich gesagt. Und nun? Wenn man da rankäme, könnte man sich vielleicht eine Brücke bauen. Und nun? Hilft nur noch beten. Was machen wir jetzt? Nach meinen Berechnungen müsste es 4 Jahre durchregnen, damit der Graben sich füllt und wir rüberschwimmen können. Kannst du nicht rüberklettern? Auch wenn ich so aussehe, habe ich doch keine übermenschlichen Kräfte. Wie sollen wir jetzt zu Shana kommen? Frag mich besser nicht um Rat. Ich sage dir garantiert das Falsche. Na schön, dann mache ich eben das Gegenteil von dem, was du mir rätst. Leute, helft mir mal, die Planke über den Abgrund zu schieben. Und dann stellt euch alle auf das Ende da drauf. Gute Idee. Ich spring nicht rüber, das ist zu weit. Das muss jemand anders machen. Ich bräuchte ein bisschen mehr Anlauf. Aber wenn wir von der Planke gehen, fällt sie runter. Sedgwick, dann komm du auf die Planke und spring rüber. Warum nicht? Nein, das schafft er nicht. Er kann nicht gut springen. Aber im Abstürzen bin ich gut. Sam? Ich fühle mich direkt geschmeichelt. Aber ich komme da trotzdem nicht rüber. Seit geraumer Zeit verhält sich mein Latissimus Dorsi äußerst unkooperativ. Mit anderen Worten, er ist alt und hat's im Kreuz.
An die müssen wir irgendwie rankommen. Spot, kommst du mal? Meinst du, so kann ich dich rüberwerfen? Glaube ich auch. Nein, die Planke ist zu leicht. Rückwärtsgang. Ja, Spotty, prima machst du das. Nein, die Planke ist zu leicht. Rückwärtsgang. Nein, die Planke ist zu leicht. Nein, die Planke ist zu leicht. Versuch dich mal schwerer zu machen. Ja, Spotty, prima machst du das. Ein Sprung meinerseits würde für einen Absturz eurerseits sorgen. Denk nicht. Alle Götter des Gleichgewichts, haltet schützend die Hände über uns. Wenn schon, dann unter. Die Planke ist...
hat geklappt. Das geht schief. Du schaffst das, Buddy. Du musst nur richtig Anlauf nehmen. Spring ordentlich ab. Konzentrier dich auf dein Ziel. Sepa sei mit dir. Hab's ja gewusst. Wir müssen Spot helfen. Er ist ins Wasser gefallen. Er wird's überleben. Eilt euch! Komm, Rini, schnell! Aber Spot! Wir suchen unsere Leute zusammen und treffen uns am Hafen, okay? Okay. Hey, eure Leute sind mir egal. Ich will auch zu Shana. Keiner hält dich auf. Die Kalimara müssen ziemlich sauer auf ihre Götter gewesen sein. Samuel sprach nur von einem Gott, aber hat er auch so viele verschiedene Gesichter? Einen nannte Janus den großen Gambler. Das ist wohl der Obergott. Sie hätten mal besser der falschen Königin den Kopf abschlagen sollen. Rini? Kyra? Wo seid ihr? Wow, eine Statue von Rini. Klar, sie ist ja die Königin. Wieso heult der Kerl? Von Kyra gibt es eine Statue? Vielleicht weil sie eine Kriegerin ist. Eine Laterne ohne Kerze ist wie Noah ohne Rini. Tal der gefallenen Götter. 10000 Silence. Shanas Adresse. Hallo, Sam. Oh. Hallo, Shana. Dass wir uns nochmal über den Weg laufen, was das letzte Treffen war, nicht gerade das, was man gern in Erinnerung behält. Schwamm drüber. Du kannst ja nichts dafür, dass du Dinge erzählst, die keiner hören will. Du bist schließlich ein Orakel. Und du bist immer noch derselbe Clown. Diese Steinstatuen draußen, das sind doch nicht wirklich Rini und Kyra, oder? Doch. Aber wieso? Warum? Das hier wird eine Prüfung für dich, Sadwick. Und sie hat schon begonnen. Bist du in der Lage, diesmal das Richtige zu tun, Sadwick? Na klar. Fang damit an, Rini und Kyra ihre Lebenslichter zurückzubringen. So kannst du beide befreien. Ich stelle dir einen magischen Thron zur Seite. Oh. Bedenke, dass der Thron symbolisch für den Herrscher von Silence steht und also auch so funktioniert. Hast du das alles verstanden? Lebenslichter an Rini und Kyra verteilen, während ich auf dem Thron sitze?
Probier es aus. Ganz schön romantisch. Erwartest du heute noch jemanden? Das sind nicht bloß Kerzen, sondern Lebenslichter. Geht eine Flamme aus, erlischt damit ein Leben. Ups, Entschuldigung. Wie soll ich denn die richtigen Kerzen finden? Du wirst sie erkennen. Das ist also der wundersame Thron. Da hinten steht was drauf. Im Zustand der Melancholie ist man von Finsternis geblendet. Ein großer Narr, der das gesagt hat. Mal sehen, was er so kann. Gar nichts. Bewirkt gar nichts. Das sind eindeutig Kyras Gesichtszüge. Nur ein klein wenig weicher als sonst. Ich frage mich, warum Rini diesen traurigen Hohlkopf tragen muss. Das ist eine Symbolik, die kein Mensch versteht. Ich befreie dich, Rini. Und wenn es das Einzige ist, was ich hinbekomme. Ist die da Rinis Kerze? Oder Kyras? Rini? Nein. Kyra? Ja, Punkt für mich! Rini? Nein. Kyra? Nein. Ist die da Rinis Kerze? Oder Kyras? Die könnte Rini sein. Rini oder Kyra? Kyra? Ja, Punkt für mich!
Mist, die Kerze ist zu lang. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist doch nur symbolisch, Kyras Lebenskerze, stimmt's? Ich meine, die Länge der Kerze hat doch nichts mit Kyras Lebenszeit zu tun, oder? Oder? Bewirkt gar nichts. So geht's. Lebenslicht für Splitter. Guter Tausch für mich. Wenn ich Rini befreit habe, sollte Kyra auch wieder lebendig werden. Hoffe ich mal. Ich freue mich schon auf ihr Gesicht, wenn sie merkt, dass sie in einem Wasserfall steht. Nur die wahren Königskerzen spiegeln sich in diesem Splitter. Da ist sie! Ganz vorsichtig. Naja, jedenfalls bist du die Heulsuse los. Den Rest kriegen wir auch noch hin. Jetzt spring los, kleiner Hüpfer! Chadwick! Was soll das? Und was soll ich mit der Laterne? Nicht wegschmeißen! Du siehst ja aus wie eine Oma. Hä? Na, deine Haare, die sind weiß. Hey, wisst ihr was? Shana wartet da drin auf uns. Kommt mit! Alles klar, ich hab's geschafft. Hier sind wir. Tretet näher. Oh, du bist Shana? Große Shana, wir wollen die falsche Königin stürzen und haben hier den Splitter, um sie endlich zu finden. Ich weiß. Du bist ja noch viel toller, als ich dachte. Huch, wo ist er denn? Eben hatte ich ihn noch. Da ist er. Ich hab ihn. Wieso das? Her damit! Psst. Ja, das ist der Splitter vom Spiegel, den Chadwick einst zerstört. Danke für den Hinweis. Immer schön Salz in die Wunde. Ist der Splitter wirklich so mächtig, den Weg zum Thronsaal zu weisen? Er führt durch das Licht, das das Meer mit Hoffnung erleuchtet. Ans Ende der Welt. Oh je, jetzt redet sie wie Janus. Ende der Welt? Ich wusste immer, dass Silence eine Sackgasse ist. Der Thronsaal ist irgendwo im Meer. Ich wusste es. Wir haben ein Schiff, also los. Der Splitter ist mehr als ein Wegweiser. Mit ihm wird der Spiegel wieder ganz, heilt das Land... Die falsche Königin verschwindet
all ihre Sucher mit ihr? Ja, das ist genau, was wir wollen. Und die verlorenen Seelen kehren heim. Hört nun meine Prophezeiung. Sedgwick, ich habe Angst. Ja, ich auch. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Halt die Klappe, du Clown. Dann hört genau zu. Die Prophezeiung lautet: Am Ende dieses Tages wird nur einer von euch den Thronsaal betreten. Oh. Was rechts ist, kehrt sich um. Und die falsche Königin wird sich im Splitter spiegeln. Nein, wird sie nicht. Das ist die Prophezeiung. Sie hat uns alles genommen, was wir liebten. Sie soll bekommen, was sie verdient. Her mit dem Splitter. Hey! Du hast es gehört, nur einer von uns wird den Thronsaal betreten. Und das bin ich. Kyra, das meinst du doch nicht so. Wirst du gleich sehen. Oh nein! Jetzt geh hinaus und erfülle die Weissagung. Ganz allein? Kann ich nicht Spot haben? Sein Schicksal kenne ich nicht. Wirklich? Ja, dieses Wesen entzieht sich meinem dritten Auge. Na gut, dann Cedric bitte. Erst sage mir, warum. Da gibt es diesen Wolkenspruch. Wenn Noah eine Wolke ist, dann ist Cedric der Regen. Und wenn ich nicht mit der Wolke spielen kann, dann... Spielst du mit der Pfütze? Genau, ist doch ganz einfach. Wenn es so ist, sollst du Cedric haben. Oh, danke. Hey, was? Aua! Oh, Cedric! Vorsicht, mach den alten Clown nicht kaputt. Genau, machen wir uns auf den Weg, solange Kyra nicht dazwischen funkt. Wie war das noch? Auf den Ozean schippern und immer den Splitter ins Licht halten, stimmt's? Und wenn wir fliegen, kannst du uns nicht Flügel zaubern? Bitte, Miss Shana. Das schaffen wir schon allein, Rini. Auf zum Hafen. Tschüss, Miss Shana. Ja, bis bald einmal wieder. Ach nein, besser nicht. Pass gut auf sie auf, du Narr. Thank you.
Schau mal, Reenie. Da unten ist der Hafen und das Meer. Und dann bist du auch schon bald zu Hause. Ja! Verdammt. Reenie! Was? Reenie, bist du das? Uiuiui, mir dreht sich alles. Sadwick? Hör, er ist noch oben. Alles okay, mir geht's gut, nichts passiert. Nanu? Toll! Das ist doch kein Keks. Mit Zuckerguss und bunten Streuseln, wie ihn Miss Clock immer gebacken hat. Oh. Hey, was machst du denn da? Hey, bleib hier, das gehört dir nicht. Oh je, Mini. Thank you.
wieder da. Ich traue mich nicht runterzuspringen, Spotty. Ich will hier raus. Du bist ins Wasser gestürzt und aus dem Brunnen gekommen. Gut gemacht. Da ist der Marktplatz. Habe ich von oben gesehen. Oh, das ist ganz schön hoch. Idee. Ich springe, Achtung! Geronimo! Oh, Spotty, ich bin ja so froh, dass es dir gut geht. Oh, da ist er wieder. Schau doch, Spotty. Spot? Wo bist du denn? Hey, die tun doch nichts. Die Lubis, die wollen nur spielen. Hallo? Ist da jemand? Rini? Sedwick! Geht's dir gut? Ja, alles okay. Ich hab nur... den Splitter verloren? Genau. Nicht schlimm. Ich helfe dir suchen. Okay. Ich muss nur irgendwie... runterkommen. Genau. Sag, wenn ich dir helfen kann. Du auch. Spot, du lebst. Pass gut auf Winnie auf, ja? Besser als ich zumindest. Hey, du Räuber! Hey, ein Süßigkeitenautomat, sogar voll. Ich esse alles außer Zitronendrops. Huhu! Wieso kommst du nicht runter? Gibt's da keine Treppe? Ich schau gleich. So viele Glücksmünzen. Die haben alle nicht geholfen. Vielleicht kann ich mich an dem Seil runterhangeln. Im nächsten Leben. Ich hasse Balance. Zu wenig, um damit runterzuschweben. Rini? Glück gehabt. Sie bewegt sich und sieht munter aus. Ich hasse Balance. Zu wenig, um damit runterzuschweben.
Na toll, Zitronendrops. Vielleicht helfen die Glücksmünzen ja doch. Nein, danke. Was soll das? Hey! Sieh an, in Silence wird sogar geheiratet. Wurde. Wart ihr das? Was glaubst du wohl? Und wir machen es auch nicht wieder auf. Jedenfalls nicht für umsonst. Was wollt ihr haben? Hey! Was wollt ihr denn haben? Na was schon. Was ganz, ganz Tolles. Was denn sonst? Hä? Ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Münzen oder Bonbons. Von mir aus auch beides. Behalt dein Geld. Die Bonbons kannst du hochwerfen. So viele Glücksmünzen. Der hat ausgelutscht. Was wollt ihr denn haben? Wir wollen endlich was ganz, ganz Tolles. Nicht zu wenig und nicht zu viel. Für jeden eins. Der hat ausgelutscht. So viele Glücksmünzen. Rini? Ja?
Sag mal, was wäre denn was richtig Tolles für dich? Was richtig Tolles oder was ganz Tolles? Was ganz, ganz Tolles. Doppelgans? Also das kann nur ein Lumi sein. Ein Lumi? Was ist das? Ich schick dir ein paar hoch. Was? Wie? Na, durch das Rohr. Hallo? Hey. Splitter schon gefunden? Und du einen Weg nach unten? Nö. Hey! Hallo! Splitter schon gefunden? Und du einen Weg nach unten? Nö. Du kannst wieder herkommen. Der Lumi ist weg. Weißt du was? Hilfst du mir, den Splitter zu suchen? Ein Lumi hat ihn geklaut. Warte hier, Spot. Da drüben rennt ein Sucher rum. Wie das stinkt. Der sieht ulkig aus. Wenn er den Splitter gefunden hätte, dann würde er nicht mehr danach suchen. Süßigkeiten! Oh, alle Dosen leer. Kein Splitter am fauligen Obst. Wozu das wohl nütze ist? Wozu das wohl nütze ist? Genau so habe ich mir Kalimar vorgestellt. Alle Flüsse fließen ins Meer, Richtung Hafen. Das ist das Tor zum Hafen. Das ist das Tor zum Hafen. Ich kann nicht erkennen, was auf dem Plakat steht. Bestimmt Werbung für den Zirkus. Weit und breit keine Menschenseele. Bleibt ja, wo ihr seid. Alle Flüsse fließen ins Meer, Richtung Hafen. Süßigkeiten! Oh, alle Dosen leer.
Nanu? Oh, da sind noch mehr Lumis. 1, 3, 7. Da ist der Splitter. Die Lumis haben ihn. Oh, da kann ich Spot nicht runterschicken. Zuerst müssen die Lumis raus. Wow! Jetzt versperrt er mir die Sicht nach unten. Blöde Granate. Wozu das wohl nütze ist? Fischgestank vertreibt die Lumi, statt sie anzulocken. Die Schnur mit dem Haken dran nehme ich mit. Wozu das wohl nütze ist? Er versucht, den Splitter zu erwischen, aber er kriegt ihn nicht. Vielleicht brauche ich einen Köder. Was Lumis wohl lecker finden? Wenn ich sie rauslocken könnte, könntest du rein, Spotty. Huhu. Was ist der beste Köder beim Angeln? Der Köder muss lecker sein und dem Fisch schmecken. Und wenn der Fisch ein Fell hat und zwei Beine und ganz viele Zähne? Dann wirf die Angel weg. Hast du was Leckeres? Naja, es sind Zitronendrops. Die sind aber nicht gut für deine Zähne. Ich esse die doch gar nicht. Ja, ja. Lumi-Futter. Splitter schon gefunden? Und du einen Weg nach unten? Nö. Pass auf, Spotty. Du segelst runter, sobald ich die Lumis oben habe, okay? Setzt euch schön in eine Reihe hin, dann gibt's was. Freispot, ich passe auf die Lumis auf. Thank you.
So, wir brauchen jetzt die zwei mutigsten Lumis. Wer will zuerst durchs Rohr klettern? Hey, hier geblieben! Oh nein, wo wollt ihr denn hin? Ich bin nur froh, dass alle hierher gelaufen sind und Spot in Ruhe lassen. Hier versteckt sich kein Lumi. Viel zu fischig. Der hat nichts gesehen. Er hat ja am Po keine Augen. Der hat überhaupt keine Augen. Ob da ein Lumi drin ist? Nein, geht nicht auf. Warte, ich trockne dich gleich ab. Hey! Hab dich! Hey! Da ist einer! Oh, weg! Ich weiß nicht, wozu die Drehdinger da sind. Pass auf, gleich wird's lustig. Sedwick? Ja? Ich muss jetzt das Rohr zumachen. Okay. Dann schnapp ich Spot und den Splitter und wir treffen uns am Hafen, okay? Findest du denn da alleine hin? Na klar. Und du? Sicher. Na dann, bis gleich. Bis gleich. Du krabbelst jetzt zu Sedwick hoch. Gut, ich finde erst deinen Freund. Dann geht's aber los. Abgemacht? Yay! Hier hat sich keiner versteckt. Alles in Ordnung da unten, Spot? Okay. Am besten hole ich Spot erst hoch, wenn ich alle Lumis eingefangen habe. Du hast nicht zufällig gesehen, wo die Lumis sich versteckt haben?
ob da ein Lumi drin ist? Nein, geht nicht auf. Der hat nichts gesehen. Er hat ja am Po keine Augen. Der hat überhaupt keine Augen. Die Königin muss sehr böse sein, wenn sie solche Monster schickt. Ich muss Hedwig erst noch die Lumis hochschicken. Hier versteckt sich kein Lumi. Viel zu fischig. Was denn? Ihr hässlichen Kartoffeln sollt die tollen Lumis sein? Versteh einer Mädchen. Komm her, Freundchen! Wow! Ist einer. Oh, weg. Thank you.
gut. Ich finde erst einen Freund. Dann geht's aber los. Abgemacht? Hier hat sich keiner versteckt. Alles in Ordnung da unten, Spot? Okay. Am besten hole ich Spot erst hoch, wenn ich alle Lumis eingefangen habe. Alle Kinder lieben Ballons. Im Gegensatz zu Noah habe ich keine Höhenangst. Ich krieg direkt Lust, runterzuspringen. Komm her, Freundchen! Wow! Alle Kinder lieben Ballons. Findet ihr denn Ballons? Toll! Aber nicht ganz, ganz toll. Hey, hört auf damit! Ob da ein Lumi drin ist? Nein, geht nicht auf. Ob da ein Lumi drin ist? Nein, geht nicht auf. Du hast nicht zufällig gesehen, wo die Lumis sich versteckt haben? Hier versteckt sich kein Lumi. Viel zu fischig. Der hat nichts gesehen. Er hat ja am Po keine Augen. Der hat überhaupt keine Augen. Thank you.
eine Schnur. Na schön, behalt sie. Schenke ich dir. So, jetzt kannst du mit deinem Freund um die Wette krabbeln. Ich mach das Rohr besser zu, damit ich sie nicht wieder einfangen muss. Spot, die Lumis sind zu dick, sie klemmen im Rohr fest. Was soll ich jetzt machen?